Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Work in Progress. Heute geht es um den 36C3-Generator. Ich wurde vor ein paar Monaten gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für den Chaos Communication Congress ein Design zu machen. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ich habe nämlich letztes Jahr zum 35C3 auch schon einen Generator gebaut, einfach so aus Spaß, weil mir das Design so gut gefallen hat der damaligen Veranstaltung und weil es sich auch so gut geeignet hat. Das waren so Schaltkreiszeichnungen und der Generator ist dann tatsächlich recht weit durch die Twitter-Mastodon-Bubble gewandert. Das passende Video dazu könnt ihr euch gerne irgendwo angucken, das blende ich jetzt dann da irgendwie ein. Genau, und ich dachte, ich zeige euch heute ein bisschen, was der Generator kann und wie der funktioniert. Wir gehen hier mal auf die Webseite, das ist 36c3.bleeptrack.de. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir können das hier nochmal starten. Man kann hier oben seinen Text eingeben, zum Beispiel eben 36c3. Dann seht ihr schon die Buchstaben, landen in einer Physik-Engine und fallen so ein bisschen runter und zerbrechen. Und wenn die Simulation durchgelaufen ist, dann stoppt das hier von alleine. Man kann das ansonsten auch früher von Hand stoppen und kann jetzt noch nachträglich solche Risse reinsetzen, wie man möchte. Und kann auch noch einen Untertitel dazu setzen, den kann ich mehrfach einfügen. Dann ändert sich der Winkel immer so ein bisschen. Und das Motto lautet Resource Exhaustion. Das spielt auf mehrere Sachen an. Einerseits auf die aktuelle Klimakrise, die gar nicht so aktuell ist, sondern schon länger existiert. Und andererseits auch zum Beispiel die Resource Exhaustion Attack. Ein Angriffsszenario, bei dem man versucht, dem Gegner Ressourcen zu entziehen. Oder ihn halt so, bei einer DDoS-Attacke zum Beispiel so voll zu spammen, dass der Server halt nicht mehr antworten kann, weil er zu viele Anfragen auf einmal bekommt. Spielt vielleicht aber auch ein bisschen an auf Ehrenamtliche, zum Beispiel beim CCC, die sich sehr viel engagieren in einem irgendwie digitalen Umfeld. Und auch Depression ist ja in der IT zum Beispiel auch die häufigste Berufskrankheit, wenn man das so nennen kann, die auftritt. Genau, das sind also Themen, die da mit reinspielen. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier mein Bild gebaut, das kann ich jetzt runterladen als PNG-Vektorgrafik oder ich kann so einen Teilen-Link generieren, dann kann ich das jemand anderem geben und ich bekomme die gleiche Physiksimulation dann eben nochmal. Was es außerdem gibt, es gibt einen zweiten Zustand, der heißt Hope. Und dann wachsen da nochmal so Cyberblätter aus den Rissen. Der ist dafür da, um zu symbolisieren, dass es eben nach diesem zerstörten, total destruktiven Zustand auch noch Hoffnung gibt und dass man versuchen möchte, aus diesem, kaputten Szenario noch etwas Besseres zu machen. Genau. Die beiden Varianten gibt es, zwischen denen kann man noch umschalten. Und den Generator, der wurde jetzt dann vor ein paar Wochen veröffentlicht. Ich habe das in einem Tweet gemacht und habe hier nochmal ein bisschen so ein kleines Video dazu gepackt. Auf der CCC-Seite gibt es Infos dazu mit dem Style-Guide. Und ja, Leute haben das dann auch schon ganz fleißig ausprobiert. Hier drunter natürlich direkt gepostet. Oder auch, ansonsten findet man auch ganz viel im 36C3-Hashtag, wo Leute da Sachen mitgebaut haben, sich ihre eigenen Icons gebaut haben. Apropos Icons, man kann auch hier ein eigenes SVG-File reinladen zum Beispiel. Und das zerbrechen lassen. Wenn man eben nicht die Schrift haben will, sondern zum Beispiel irgendwie ein Symbol, dann funktioniert das genauso. Dann kann ich genauso damit arbeiten. Ist halt sehr spannend, wenn man jetzt irgendwie jemand sein Hackerspace-Logo reinladen will, dann geht das halt viel schneller. Es geht nicht alles. Also Compound Paths, also so zusammengesetzte Pfade und Gruppen machen manchmal Ärger. Oder auch nicht geschlossene Pfade. Also man muss sein SVG vorher ein bisschen aufräumen. Aber dann funktioniert es eigentlich im Normalfall recht gut. Und was zum Beispiel auch schon angepasst wurde, habe ich gesehen, ist die chaos.social-Webseite von Mastodon. Die hat hier unten auch schon das 36C3-Gewand angelegt praktisch. Sehr cool. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Gehen wir doch da mal Schritt für Schritt durch. Für meine generativen Sachen bisher benutze ich immer Paper.js. Das ist eine JavaScript-Library, die mir die ganzen Vektorgrafik-Operationen abnimmt. Das ist die Basis, da habe ich jetzt schon so viel drüber erzählt, da erzähle ich heute nichts mehr drüber, lieber über den anderen Kram.
Das Problem an Paper.js ist, dass es keinen Font als Pfad umwandeln kann. Also ich kann darin Text setzen, wie hier zum Beispiel diese Unterschrift, die kann ich setzen, das ist kein Problem. Aber ich kann danach den Pfad dieser Schrift nicht manipulieren. Deswegen brauche ich da eine Bibliothek. Und ich habe das hier im GitHub-Repo alles aufgelistet, was ich benutzt habe. In meinem Fall benutze ich dafür OpenType, ganz einfache Library, die das eben als Pfad, Vektorpfad zurückgeben kann. Das kann ich dann Paper.js wieder einlesen. Und dann starte ich praktisch hier erstmal mit der Schrift. Dann mache ich Folgendes. Das zeichne ich euch jetzt am besten mal auf. Sagen wir mal, wir haben diese 0. Die ist so ein Oval. Und jetzt möchte ich davon was rausbrechen. Und ein Objekt hat eine Bounding Box. Das ist praktisch ein Rechteck, das die Form umschließt. Das sieht dann vielleicht in dem Fall in etwa so aus. So grob. Da ist es die Bounding Box. Und die benutze ich, um jetzt was rauszuschneiden aus diesem O. Ich wähle nämlich einen Punkt auf diesem Abschnitt hier. Den Boden benutze ich nicht. Das Problem ist, wenn ich vom Boden aus was rausschneiden würde, ist das eher kontraproduktiv, weil dann fällt das Objekt direkt wieder auf das rausgeschnittene Teil und dann glitscht diese Physik-Engine ganz oft. Deswegen wähle ich jetzt zwei Punkte auf diesen Linien. Das könnte sein zum Beispiel, weiß ich nicht, dieser Punkt und dieser Punkt. Und zwischen den beiden Punkten generiere ich jetzt eine Linie. Die läuft zum Beispiel einfach so lang. Und auf dieser Linie setze ich jetzt ganz viele kleine Punkte. Und diese Punkte, die verschiebe ich dann nach außen, um eine gezackte Linie zu bekommen. Das heißt, der Punkt geht vielleicht nach hier und der Punkt geht vielleicht nach hier und der geht vielleicht nach hier. Das heißt, mein Ergebnis sieht dann vielleicht irgendwie so aus. Dann habe ich hier so eine gezackte Linie. Machen wir die andere mal weg. Genau. Das heißt, ich habe jetzt eine Fläche erzeugt. Gezackte Linie hier. Ups. Mit hier oben. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Objekt erzeugt, das ich schraffiere. Und das kann ich einmal ausschneiden, also wegschneiden. Dann bleibt nur noch der große Teil übrig. Oder ich nehme den Teil, der sich überschneidet von beiden Objekten. Das heißt, ich erhalte dann einmal nur den Teil hier oben und einmal eben nur das kleine Teil hier unten. Und die beiden Teile, die kann ich dann wieder in meine Physik-Engine schmeißen. Und da kommt ein wenig das nächste Problem. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe hier unten ist noch der Renderer offen. Und jetzt starten wir vielleicht mal schnell ein neues. Genau, dann seht ihr schon, so sieht das direkt in diese Engine aus. Und ich habe hier so eckige Linien und zum Teil sehr viele andere kleine Linien. Das Problem ist, dass die Objekte durch dieses Abstanzen, Ausschneiden, die da erzeugt werden, die sind relativ kompliziert. Und um das etwas weniger komplex zu machen, nehme ich die ganzen Rundungen raus, weil die Engine kann damit nicht richtig gut arbeiten, sondern ich nehme einfach nur gerade Linien von Punkt zu Punkt. Das gibt es im Paper.js direkt eine Funktion, die heißt Flatten. Da kann man einen Faktor einstellen und die wandelt alle gebogenen Pfade zu Liniensegmenten um. Genau, ganz einfach. Was ich dann auch noch brauche, ist dieses Decomp.js. Können wir hier mal reinschauen, da gibt es auch so ein schönes Beispiel dazu. Das kann auch solche konvexen Objekte in Polygone umwandeln. Das ist nämlich auch nicht so ganz trivial, das ist praktisch eine extra Library, die funktioniert aber schon zusammen mit Meta.js. Und Meta.js ist meine Physik-Engine, die ich da benutze. Die laufen mir auch diverse Beispiele ab. Und die ist echt super simpel zu benutzen und funktioniert richtig gut mit Paper.js zusammen. Kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Genau, das heißt, diese Objekte, die schmeiße ich jetzt dann einfach in diese Physik-Engine.
stelle da noch ein paar Faktoren ein, sowas wie Reibung, wo der Boden sein soll. Das heißt, es gibt hier einen virtuellen Boden praktisch, der hier drin liegt. Und damit kann ich diese Physiksimulation ablaufen lassen. Was zum Beispiel auch ein bisschen knifflig war, wenn ich jetzt das neu starte, dann läuft die Simulation ja jedes Mal ein bisschen anders ab, was aber auch jetzt daran liegt, dass die Objekte alle woanders ausgeschnitten werden. Das ist natürlich auch schon so ein Zufallsfaktor. Aber diese Physik-Engine selber, da ist es nicht so einfach, die so hinzudrehen, dass sie immer mit den gleichen Eingaben praktisch deterministisch auch das gleiche ablaufen lässt. Aber es funktioniert so halbwegs. Also diese Share-Funktion könnte noch ein bisschen Feinschliff brauchen, aber ich glaube, da scheitere ich ein bisschen an dieser Limitierung der Physik-Engine. Aber im Normalfall langt das ganz gut. So, jetzt habe ich das ja alles in diese Physik-Engine hier unten drin. Was ich dann mache, ich hole mir von den Objekten in der Physik-Engine die Position und die Rotation und übertrage das halt mit jedem Renderschritt der Engine auf mein Paper.js hier oben, damit ich eben wieder die schönen runden Objekte habe. Weil ansonsten könnte ich auch direkt einfach nur das Gerenderte hier aus der Engine benutzen. Aber wie gesagt, hier schmeiße ich ja vereinfachte Formen rein, damit die Berechnung besser funktioniert. Und übertrage das dann hier auf meine schönen runden Formen zum Schluss. So, der nächste Schritt ist ja, dass man diese Risse setzen kann. Die funktionieren folgendermaßen. Ich habe zum Beispiel hier jetzt so eine Oberfläche und dann setze ich ja am Anfang diesen einen roten Punkt, wo mein Riss hin darf. Und sagen wir mal, das Objekt, in das ich den Riss einsetze, schaut irgendwie so aus. Dann mache ich erstmal Folgendes. Ich nehme hier den Normalvektor, das ist irgendwie der hier, und der bekommt noch eine zufällige Rotation. Das heißt, der steht vielleicht zum Schluss nicht mehr so, sondern steht später so. Der ist dort weg. Und an diesem Normalvektor entlang lasse ich jetzt eine Linie zeichnen. Und dann schaue ich, wo die Linie aus dem Objekt austritt. Das wäre der Punkt hier. Ich habe jetzt rausgefunden, wie der Riss entlang laufen kann und wo er praktisch maximal aufhören müsste. Aber das ist mir eigentlich schon zu weit. Ich möchte, dass der irgendwo in dem Objekt aufhört. Deswegen suche ich mir den Punkt, der so auf ungefähr 80-90% der Strecke liegt. Das wäre dann zum Beispiel hier. Und den Rest brauche ich dann eigentlich nicht mehr. Das heißt, das da kann ich dann verwerfen. Und so habe ich jetzt eine Linie gefunden, wo der Riss später entlang laufen soll. Und jetzt mache ich das gleiche Vorgehen wie vorhin. Ich mache da jetzt eine Zickzack-Linie draus. Das heißt, ich setze da wieder lauter kleine Punkte drauf, die ich irgendwie in irgendeine Richtung versetzen kann. So, zum Beispiel. Das heißt, wenn wir das jetzt zeichnen, dann schaut die Linie vielleicht halt irgendwie so aus. So eine Zickzack-Linie da entlang. Und die hört immer direkt an dem Punkt auf, wo auch das Ende ist. Jetzt habe ich eine Zickzack-Linie. Jetzt will ich da aber noch Risse rausbekommen. Deswegen berechne ich mir jetzt praktisch Punkte, die immer versetzt liegen. Ich habe noch den Normalvektor von, ich hole mir noch die Tangente von hier oben. Tangente wäre praktisch hier ein Vektor, der irgendwie in die Richtung zeigt, zum Beispiel. Und jetzt nehme ich immer alle Punkte auf dieser Zickzacklinie und verschiebe die einmal in Tangenten und einmal in die negative Tangentenrichtung. Das heißt, ich habe dann, machen wir es auch mal ein bisschen nicht ganz so hell, den letzten Punkt behalte ich. Das heißt, ich verschiebe den Punkt immer nach hier und hier und hier und hier. Die kann ich mir alle ausrechnen, die Punkte. Und je weiter ich von der Spitze wegkomme, desto weiter entlang dieses Tangentenvektors verschiebe ich die. Wenn ich die jetzt verbinde, dann bekomme ich diese Rissstruktur. Das sieht dann in etwa so aus. Machen wir den Rest mal weg. So. Und damit habe ich meinen Riss bekommen. Und wenn die Grundlinie lang genug ist, dann erzeuge ich unter Umständen noch einen zweiten Riss, wo ich dann von der Linie aus nochmal so eine Linie berechne
und das gleiche wieder mache, also erst so einen Riss, dann den zweiten Riss, also die Zickzacklinie berechne, dann den Riss daraus berechne und die beiden Formen, die kann ich dann vereinigen zu einem und dann habe ich so einen, naja, so einen ausgefächerten Riss praktisch, der ein zweites Ende hat. So werden die berechnet. Und das kann ich dann ausstanzen mit so einer Subtrahierfunktion von den Buchstaben weg, beziehungsweise wenn da noch Blätter rauswachsen sollen, dann nehme ich wieder den Normalvektor von meinem ursprünglichen Punkt, mache hier noch so ein Dreieck dran, also berechne mir praktisch einfach noch einen Punkt, der hier oben weiter weg liegt, und von da wächst dann dieses Blatt raus. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das genau ausschaut. Irgendwie so. Genau. Also eigentlich gar nicht so kompliziert. Für das Blatt gibt es dann noch diese Wachsanimation. Die ist aber tatsächlich auch relativ simpel, weil ich einfach immer nach und nach in der Animation diese Punkte hinzufüge. Es gab noch ein paar Punkte, die wirklich knifflig waren und die auch zum Teil immer noch ein bisschen buggy sind. Also ich hatte einmal zum Beispiel das Problem, dass ich so einen Riss erzeuge und der bei Umständen trotzdem, dass, also ich mache ja diese Linie extra kürzer, aber es kann trotzdem sein, dass der Riss das Grundobjekt in zwei Teile teilt. Das sind so Edge Cases, die man beachten muss, dass man auf einmal einen Pfad hat, der eigentlich, also der per Definition ein Pfad ist, aber eigentlich zwei einzelne geschlossene Pfade sind, also ein Compound Path dann auch wieder. Genau, das sind so Sachen, wo man aufpassen muss, die nicht funktioniert haben. Oder am Anfang hat die Rotation nicht geklappt. Das Problem ist, man kann zwei unterschiedliche Arten haben, wie man Rotation oder auch Verschiebung und sowas festhält. Einmal kann man das praktisch im Objekt selber festhalten. Das heißt, ich wende irgendwie, ich rotiere, keine Ahnung, so einen Buchstaben um 30 Grad und berechne die neuen Punkte, wo die dann liegen müssen und speichere die neue Position direkt in den Punkten. Dann habe ich das rotiert, alles gut. Ich kann mir aber auch sagen, nee, ich rechne das nicht aus und speichere das in den Punkten, sondern ich merke mir einfach, oh, es ist um 30 Grad rotiert und merke mir diese Rotationszahl einfach und berechne halt on the flow praktisch jedes Mal, wo die Punkte demnach liegen müssten mit dieser Rotationszahl. Und das Problem ist, dass die Standardvariante von Paper.js eine andere ist als die von Matter.js, also von der Physik-Engine. Die Physik-Engine, die merkt sich nur die Rotationszahl, also praktisch ist gerade 30 Grad gedreht, ist gerade 45 Grad gedreht. Und bei Paper.js, da sage ich ja, rotiere um 30 Grad, aber er rechnet dann die neue Punktposition aus. Man kann das auch umschalten, kein Problem. Ich musste das nur rausfinden, was da, also warum das gerade nicht kompatibel zueinander ist. Das sind so Sachen, die ich da gelernt habe. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut gerne in den Code. Wie gesagt, der ist auf GitHub. 36C3-Generator findet ihr auch auf der Webseite unten, Code und GitHub. Schaut da gerne rein. Es ist tatsächlich alles nicht so kompliziert. Und wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß mit dem Generator und dann auch Spaß am 36C3. Und ja, ich denke, man sieht sich. Macht's gut. Ciao, ciao.